Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange, der Firma Moltec, von Rewe und der Stadt Geseke. Wo sonst der Rat der Stadt unter Vorsitz des in Salzkotten durchaus bekannten Bürgermeisters Michael Dreyer residiert, hatten an diesem Sonntag im Oktober diese zwei das Regiment übernommen. Einen Löwentanz aus dem Reich der Mitte konnten die Besucher der chinesischen Kulturtage hautnah erleben. Ort des Geschehens? Das historische Paderborner Rathaus, das am 2. Oktobersonntag die Bühne für vielerlei kulturelle Kostproben aus Fernost abgab. Und die reichten von beeindruckendem Löwentanz bis hin zu Mitmachaktivitäten wie Knotenflechten und Scherenschnitte nach traditionellen Vorgaben fertigen, fachliche Beratung eingeschlossen. Nichts verstanden? Doch waren die chinesischen Mitbürger des Deutschen so mächtig, dass keine Verständigungsprobleme auftraten. Nach Schätzung der Organisatoren leben inzwischen etwa 1000 Chinesen oder Deutsche mit chinesischen Wurzeln in Paderborn. Durchaus Zeit, sich besser kennenzulernen, Brücken zu schlagen zwischen den Kulturen und sich fair und mit Verständnis zu begegnen. Und er hatte die Idee dazu. Richard Erb, der seinerzeit 17 Jahre beruflich bedingt in China lebte und aktuell für das vor 2 Jahren gegründete Konfuzius-Institut in Paderborn als sogenannter Senior-Experte tätig ist. Ja, ich saß im August zusammen mit Manfred Schlaffer, der ehemals im Kulturamt Paderborn für viele Jahrzehnte gearbeitet hat. Und Manfred erinnerte daran, dass es früher in Paderborn Kulturtage gab, in denen bestimmte Länder vorgestellt wurden. Und er bedauerte, dass es sowas nicht mehr gäbe. Und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, warum eigentlich machen wir sowas nicht? Er hat gesagt, ja, machen wir. Und dann war die nächste Frage, welches Land? Und das war klar, als China-Liebhaber, ich habe 17 Jahre dort gelebt und gearbeitet, sagte Manfred, dann lass uns doch China nehmen. Und so entstand im August 2016 die Idee, chinesische Kulturtage zu veranstalten. Und das ging dann über die Monate mit zuerst einigen wenigen Meetingterminen. Zum Schluss wurden es mehr und enger, bis zum heutigen Tag, an dem wir froh sind, dass so viele Menschen gekommen sind und dass so vielen das offensichtlich gefallen hat, was wir geboten haben. Wir hoffen natürlich, dass wir im nächsten Jahr mit einem anderen Land wieder Kulturtage machen können und dass diese alte Tradition in Paderborn wieder Einzug hält. Weit gespannt, das Angebot chinesischen Lebens, das sich auch in diesen traditionellen Tänzen widerspiegelt. Tai Chi, nicht nur Kampfkunst, sondern Bewegung, die der Gesunderhaltung dient. In der Teestube galt es, die wohl älteste Teekultur der Welt zu entdecken und dabei alte chinesische Volksmärchen präsentiert zu bekommen. Nach dem Auftakt mit dem Löwentanz ist im historischen Paderborner Rathaus der Ratssaal wieder frei für den kommunalpolitischen Löwentanz. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, dem Einrichtungshaus Niggemeier und Energy.